Eine Burschenschaft für mich ist auf jeden Fall eine Gemeinschaft. Das ist für mich der zentrale Begriff, wo es drauf ankommt. Wir als Burschenschaft wollen uns von der anonymen Massenuniversität absetzen, indem wir unser Studentenleben gemeinsam gestalten. Man ist nicht nur eine Zweckgemeinschaft, sondern man lebt miteinander und studiert miteinander, man hilft sich untereinander und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also rein von der Struktur sind wir ein Verein, so wie jeder andere Verein. Man kann ein- und austreten. Nur ist der Unterschied, dass wir als Mitglieder Studenten haben, männliche Studenten. Hinzu kommt, wie gesagt, das akademische Prinzip, man sollte Student sein. Das Prinzip der Mensura, dass man fechten sollte. Also es gibt verschiedene Pfeiler, die diesen Begriff der Burschenschaft hochhalten. Das akademische Fechten ist für uns eine Tradition, die wir schon seit über 206 Jahren ausüben. Man bereitet sich darauf vor mit einem Trainer, einem sogenannten Fechtmeister, der einem die Hiebe beibringt. Wir sind ein pflichtschlagender Bund, heißt jeder ist dazu verpflichtet, eine Hochpartie und eine Tiefpartie zu stellen. Diese Herausforderung stellen wir uns auch mit Freude und jedes Mitglied weiß das und zieht da auch dann im Training ordentlich mit, dass da auch wirklich nichts passiert, wenn man dann auf die Mensur geht. Der Verein finanziert sich vor allem durch alte Herren. In einem Verein werden auch Mitgliedsbeiträge bezahlt und durch diese Beiträge lassen sich diese relativ niedrigen Wohnungskosten finanzieren. Im Vergleich zu Jena, zur allgemeinen Wohnung, kann man sagen, dass die Mieten hier sehr niedrig sind. Das billigste Zimmer beläuft sich auf um die 130 Euro und das teuerste auf 180. Das ist unsere Preisspanne. Neben den Zimmern gehört es mit dazu, dass man diverse öffentliche Räume benutzen kann. Die Kneipe ist ein gesellschaftliches Zusammenkommen von den Studenten unsererseits zwischen den Jungstudenten als auch den alten Herren. Dort wird auch gerne des Öfteren das eine oder andere Bier getrunken. Natürlich jeder, wie er mag. Und selbstverständlich singen wir auch alte Studentenlieder, um dort dahin auch unsere Tradition zu pflegen. Auf dem Haus wohnt aktiv sind momentan 9 Leute, die sich aus allen verschiedenen Richtungen ergeben. Wir haben Psychologen, Wirtschaftswissenschaftler, Juristen, Biologen. Ganz unterschiedliche Fachrichtungen, was das Ganze auch interessant macht, unser Zusammenleben, weil wir nicht nur innerhalb der eigenen Fachrichtung sind, sondern unseren Horizont erweitern. Ich bin Leon, 22 Jahre alt, studiere jetzt in meinem 5. Semester Jura. Und bin dementsprechend auch seit 5 Semestern hier in der Burschenschaft aktiv. Mein Name ist Heiko Ziemer, ich bin 36 Jahre alt, bin Lehrer für Geschichte und Sozialkunde und bin alter Herr in der Burschenschaft. Ich bin der Paul, ich bin 22 Jahre alt, komme gebürtig aus Leipzig und bin hier aktiv in der Burschenschaft am Minioffenburg-Keller in Jena. Also uns ist es wichtig, dass wir als Burschenschaft gemeinsam unser Leben gestalten, unterstützen gegenseitig und zusammen die Studentenzeit genießen.